Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu World of Final Fantasy. So, meine Lieben, es geht weiter mit diesem wunderschönen Spiel. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oh, da komme ich gar nicht hin zu denen. Ich will immer mit allen sprechen, das ist ganz schlimm. Aber zu denen komme ich gar nicht. Alles klar. The enemy commander has taken position further up the plains. Be very careful. Ja, im letzten Part hat ja hier die Armee des Bahamut, glaube ich, so hießen die, eine Armee aufgestellt. Und zwar direkt vor den Toren von Cornelia, also der Stadt Cornelia. Und jetzt sind wir unterwegs, um die ganzen, also um die Bahamut-Armee oder wie auch immer aufzuhalten. Ich weiß gar nicht, warum ich so vergesslich bin im Moment. Aber es ist halt so, es tut mir leid. Naja, auf jeden Fall wollen wir das versuchen. Ich hoffe, wir stürzen uns damit nicht ins Chaos. Das wäre nämlich nicht so schön. Und wir brauchen echt viel Geld, weil ich glaube, ich habe jetzt schon so viele Phönixfedern verschludert. Und habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich die kaufe, dass sie 1000 kosten. 1000. 1000 Gummipunkte leider nicht, sondern 1000. Oh Mann. Ja, wie wär's, wenn du mir was schenkst? Ach, die schenken mir alle nichts. So, ich weiß ja jetzt, dass es da die Treppe rauf geht, also marschieren wir jetzt erstmal hier lang. Wie gut, dass man das jetzt aus der Demo kämpft, aber, kämpft. Oh! No, der Arme. Wir helfen ihm. Also ich wollte gerade sagen, gut, dass man das aus der Demo jetzt kennt. Weil dann weiß ich ja jetzt, dass ich hier vorher mal gucke, ob da eine Kiste steht. Naja. Was ich noch sagen wollte ist, ich finde es echt toll, dass die für die Demo extra das gesamte Gebiet hier umgestaltet haben. Also andere NPCs und sowas hingestellt haben und so weiter und so fort, dass man halt auch wirklich kein bisschen gespoilert wird mit der Story. Finde ich wirklich sehr gut. So sollte es immer sein. I cannot allow your valiant efforts to go unrewarded. Here. Keep up the good work, you two. Yeah, ich habe 3 Heiltränke bekommen. Und hier ist eine Kiste. Ja, perfekt. Ein Vita-Samen. Die Saat des Wissens. Dir sind sicher schon die leeren Felder auf dem Mirabord aufgefallen. Darauf kannst du Fertigkeitssamen pflanzen, die es deiner Mirage dann ermöglichen, die entsprechende Fertigkeit zu erlernen. Wenn du zum Beispiel in Frifris Mirabord einen Eissamen pflanzt, steht Frifri die Magie Eis zur Verfügung. Wer ist Frifri? So kannst du dir deine eigene, ganz individuelle Mirage erschaffen, jawohl. Fertigkeitssamen kannst du kaufen, aber auch an verschiedenen Orten einfach finden. Fertigkeiten, die deine Miragen auf diese Weise lernen, lassen sich auf dem Mirabord auch immer wieder durch eine andere Fertigkeit ersetzen. Demnach ist keine Entscheidung endgültig. Das finde ich gut. Wenn nichts endgültig ist, finde ich das gut. So, ich gehe jetzt trotzdem mal hier in die Ecke gucken, auch wenn ich sehe, dass hier überhaupt nichts ist. Aber man weiß ja nie, ne? So, dann machen wir uns auf den Rückweg und müssen dann die Leiter raufmarschieren. Oh, was sind das denn für Süße? Oh, Moment mal. Bevor ich die... Moment. Bevor ich die jetzt kaputt mache, machen wir mal einmal Analyse. Denn ihr habt mir etwas beigebracht und das habe ich schon wieder vergessen. Verwende physische Attacken. Okay. Das ist mein Tipp, um ihn zu fangen. Ich soll ihn hauen. Da haben wir das Problem, dass ich anscheinend gerade ein bisschen stark bin. Also physische Attacken heißt ja draufhauen, ne? Aber ich bringe die sofort um. Da muss ich eben den Stapel auflösen. Und dann müssen wir das so versuchen. Bring ihn nicht um. Ja! Sehr gut. So, du kannst verteidigen. Du kannst einfangen. Ja. Komm schon. Juhu. Oh, wie süß. Ich
kleinen Wauzi gefangen. Oh, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Augentropfen haben wir nochmal bekommen. So, Metamorphose, das ist schön eingefangen. Heiltrank Augentropfen. Eine Mirage mit hoher Feuerresistenz. Selbst ihre Zähne sind wie glühende Kohlen. Würde man sie dazu bringen, ihr Maul einen Moment lang offen zu halten, könnte man darin wohl ein Steak braten. Sehr schön. Okay, ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir ändern den Namen von Dunkelkralle zu Nobody. So, Nobody ist jetzt ein kleines Hündchen. Oder ein kleines Füchschen. Oder wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass du Nobody heißen wirst. Ach Gott, ist das süß. Es ist so putzig. Ich liebe das Spiel. Es ist so putzig. Einfach nur Zucker. Es ist wirklich Zucker pur. Oh Mann. Ich bin ja gespannt, was wir noch so für Monsterchen finden und fangen können. Aber das ist natürlich wirklich gut, dass ihr mich da nochmal dran erinnert habt, dass ich ja eben durch Analyse herausfinden kann, wie ich die Monster fangen kann. Das habe ich nämlich tatsächlich schon wieder vergessen. Oh oh. So, Moment. Fertigkeiten. Machen wir doch mal. Fügt einem Gegner. Aha, aha. Machen wir das doch mal, aber nicht auf den. Ich werde jetzt den hier machen. Sehr schön. So, und dann machen wir noch Vita auf. Genau. Sehr schön. Ja, die hauen mich mal wieder. Ich hau jetzt zurück, dann ist der nämlich auch weg. Und den einen da, den schaffen wir dann auch so noch. Perfekt. So, mein kleines Hündchen Nobody, vielleicht sollte ich den ausrüsten. Also vielleicht sollte ich ihn lieber stapeln. Aber nee, ich will Tama dafür irgendwie nicht wegtun, weil Tama kann Heilung machen. Oder ist mein Hündchen kein S-Kandidat? Doch, es ist ein S-Kandidat. Ach nee, dann will ich lieber Tama behalten. Hallo. Sprich mit mir. Oh, help, Captain. I'm just not cut out for battle. Okay. Huch, was ist? Oh, was hat es? Hast du was gefunden? Eine Phönixfeder. Boah, du bist das beste Monster auf der ganzen Welt. Wir haben eine unglaublich teure Phönixfeder gefunden. Ey, das ist der Hammer. Oh, was ist denn hier los? So geht das aber nicht. Wir müssen ihm helfen. Erstschlag. Oh Gott. Okay, Moment. Da müssen wir was machen. Den müssen wir zuerst kaputt kriegen. Oh, Volltreffer. Das war gut. Das sind auch alles Volltreffer. So, Fähigkeit Eis. Na, der ist immer noch ziemlich stark. Jetzt ist er nicht mehr so stark, ne? Und kaputt ist er auch. Oh. Er ist nicht mehr stark und er ist kaputt gegangen. Sehr gut. Perfekt. Ich glaube, so langsam erlerne ich das Spiel dann auch mal. Ist natürlich sehr schön. Wird auch Zeit. So, jetzt aber. We got this. So, wir helfen ihm. Direkt den nächsten Kampf hier. Wir müssen taktisch klug vorgehen. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall Eis auf den Goblin-Wächter schon mal machen. So, dann ist der schon mal weg. Dann werde ich noch Stein auf den da vielleicht machen.
Resistent. Das ist natürlich nicht so schön. Wow, was hat er gemacht? Was hat er denn gemacht? Der ist sowieso gleich tot. Dann mache ich doch lieber hier mal seinen Kumpel noch. Sehr schön. So, und dann greifen wir ihn hier an und hoffen, dass er stirbt. Nein! Lan, was bist du für eine Trantüte? Du kannst doch nicht dran vorbeihauen. So, jetzt aber. Alles müssen wir selbst hier regeln. Sehr schön. Und der letzte. Ja, es geht doch. Meine Güte. Das hätten wir schon eine Runde früher haben können, aber nö. Oh, perfekt. Ich freue mich immer, wenn ich Stufenaufstiege bekomme hier. Good timing. Some of my soldiers swore they'd seen the princess on the battlefield. I suppose I got a bit careless. Princess Sarah was here? What? No way. That can't be right. I'd like to think so. But knowing her, it's possible. Still, we must focus on the task at hand. Don't worry about me. You two should press on. Up ahead, you will find the Bahamutian soldier in charge. He leads the goblins. Cool. Let's do this. Okay, wir gehen weiter nach vorne und kämpfen gleich gegen den Soldaten, der die Bahamut-Armee hierher gezaubert hat. Alles klar, das sind auch noch Leute, denen will ich aber helfen, wenn ich da irgendwie reinkomme. Drei Fläschchen Augentropfen. Haben wir bisher noch nicht einmal gebraucht. Ich sollte es nicht zu laut sagen, sonst brauchen wir sie jetzt. So, okay, Moment. Nein, Moment. Wir machen Fertigkeit Eis. Wir machen erstmal die Rotkäppchen hier tot. So, Fertigkeit, versuchen wir es mal mit Fuchsfeuer. Das ist auch resistent. Nur gegen Eis nicht anscheinend. Oh, jetzt sind wir blind. Oh, oh, das ist nicht gut. Uns geht's auch gerade nicht so gut. Naja, ich sollte gucken, dass wir hier den noch kaputt kriegen. So, Fertigkeit Vita. Auf Lan. Sehr schön. Immerhin, das hat geklappt. Die machen aber auch immer Volltreffer, ne? So. Dann Eis. Oh, das ist sogar ein Schwachpunkt. Und Vita auf Rien. So, und da müssen wir uns gleich mal noch irgendwie heilen. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir uns heilen. So, ich guck mal. Das Blöde ist, ich glaube, man kann die Fähigkeiten nicht so einsetzen, oder? Ich glaube, das hatte ich auch schon mal versucht, ne? Ich kann ihn nur zuweisen. Aber das bringt mir ja nichts. Ich würde das ganz gerne jetzt einsetzen. Jetzt! Dann bräuchte ich nicht immer meine Gegenstände dafür. Aber okay, wir kriegen das schon hin. Einmal Heilung hier, das passt schon. Ab und zu muss man sich halt auch mal heilen. So, ich glaube, zu denen kommen wir überhaupt nicht. Naja, gut. Wahrscheinlich brauchen die auch gar keine Hilfe. Passt schon. So, es geht noch weiter. Hier steht wieder einer. Hallo. That's odd. I could have sworn I saw Princess Sarah on the front lines. Ach, niemals. Die würde sich doch niemals freiwillig in Gefahr bringen, oder? Welche Prinzessin tut sowas schon? Keine. Naja, wahrscheinlich dann doch. So, da haben wir schon wieder so einen Dicken dabei. Das ist nicht schön. Den müssen wir ganz schnell irgendwie auseinanderklabustern. Oh.
Das war nicht gut, aber Eis. Eis ist richtig gut. Wie gut, dass ich Eis ausgewählt habe hier. Also Eis macht hier richtig ordentlich Schaden. Ja, ja. Hau du mich mal. Ist okay. Ist da was? Ich könnte ja mal Protis ausprobieren. Dass wir nicht so viel Schaden bekommen. So, und dann nochmal Eis. Dann ist der nämlich auch schon mal kaputt. Sehr schön. Ich wünschte, man könnte das noch irgendwie auf alle machen. So dieses Protest auf alle machen halt. Vielleicht geht das ja irgendwann mal. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass man das immer einzeln machen muss. Das wäre ziemlich nervig. Obwohl, vielleicht ja doch. So, hi. Huch. Ist das mein Gegner oder kam jetzt einfach nur noch einer? So, ich glaube, wir greifen einfach an. Ach, der Schildheini ist wieder da. Lan hat schon wieder verfehlt. Wir wären schon fertig. Eigentlich wären wir schon fertig gewesen, aber Lan musste ja wieder vorbeihauen. Das aus der Entfernung. Ich weiß auch nicht, wie der das immer schafft. So, hi. Ich hab dich gerettet. Ihr habt gerade geholfen. Ihr zwei geht gegen den Enemy-Commander. Ist das richtig? Nehmt das. Es wird in Hand kommen. Ein Äther bekommen. Sehr schön. Okay, mehr ist hier auch nicht. Dann gehen wir weiter. Ich bin ja schon ganz gespannt auf den Kommandanten da hinten. Also den gegnerischen Kommandanten. Hey, braucht ihr Hilfe? Wahrscheinlich nicht, aber ich werde ihn trotzdem besiegen. So, da haben wir schon wieder so ein Vieh dabei. Ach, was mache ich denn am besten? Ich glaube, da mache ich am besten das hier. So, und jetzt Eis auf die Rotkäppchen-Wache. So, dann ist der eine nämlich schon kaputt und die hauen auf mich drauf wie die Berserker hier. So, ich glaube, wir können so angreifen. Es müsste... Oh, Lan, was ist los mit dir? Brauchst du Zielwasser? Das geht doch nicht. Oh oh. Okay, wir machen jetzt hier... Ne, Moment, das ist Lan, ne? Den ich hier habe. Wen habe ich denn hier? Ich glaube, Lan. So, jetzt ist der kaputt. Und dann mache ich nochmal ein Eis auf die andere Rotkäppchenwache. So, weil unsere Rien gerade sowieso blind ist. Das ist natürlich nicht so schön. So, und nochmal Eis. Kostet ja nichts. Außer AP-Punkte. Yippie! Ob die jetzt mit mir meckern, weil ich die getötet habe? Ach nee. Es ist nichts passiert. Der steht immer noch da. Alles klar. Vielleicht kann ich den ja auch gar nicht töten. Ich weiß es nicht. So. Hier kann ich auf jeden Fall mal speichern. Das ist gut. Dann mache ich das doch mal. So, wie weit ist mein Sternchen weg? Nicht sehr weit. Dann würde ich sagen, holen wir uns hier noch die Kiste. Und dann muss ich erstmal einen Cut machen. Hier kommt erstmal ein Monster noch. Das hat sich noch dazwischen gedrängelt. Oh, wieso müssen das immer so viele sein hier? So. Eis. Sehr schön. Also das Eis ist auf jeden Fall richtig gut. Ich meine, klar, die machen mir auch ganz schön Schaden hier. Aber das ist nicht so schlimm. So, Protes, dann auf Lan.
Oh oh, sie fällt fast auseinander. Also ich meine der Stapel. So, und Angriff. Jetzt ist es nur noch einer. Jetzt ist es keiner. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, ich mache dann jetzt auch an dieser Stelle einen Cut. Nachdem ich die Kiste geöffnet habe. Drei Heiltränke, perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.